Wie kommt jemand darauf, sowas zu malen? Die Komposition von Piet Mondrian. Dazu gibt's sogar Kleider von Yves Saint Laurent. Und was ziehst du heute an? Das kleine Quadratische. Begonnen hat Mondrian mit impressionistischen Bildern, später wurden die Bäume dann abstrakter, aber irgendwann hatte er keinen Bock mehr, die Natur abzumalen. Mondrian ging es um die reine Komposition und eine harmonische Wirkung der Farben. Er hat sich wirklich krasse Regeln zum Malen auferlegt, nämlich nur die Primärfarben, also Rot, Blau und Gelb, und die Nichtfarben Schwarz und Weiß. Das Leben ist einfach so bunt. Geht so. Mondrians Bilder bestehen aus einem eckigen Raster. Er ist damit ein Vertreter der geometrischen Abstraktion oder, um es noch griffiger auszudrücken, Neoplastizismus.